Und willkommen in unserem Türen. Oh. Jetzt mittlerweile doch mit Türen bestückten kleinen Hütchen. Warte mal. Hui. Ich würde ja zu gerne damit da runter fahren, aber. Jetzt. Warte. Na komm schon. Ja. Ja. Komm. Komm schon, das funktioniert doch. Los. Komm. Warte mal. Auf jeden Fall stehen wir jetzt schon mal drauf. Ah, oh, Mist. Sieht zumindest witzig aus, aber. Nein, 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 nein. Aber wir fahren irgendwie nicht so ganz darunter, wie ich das möchte. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt runtergehe, dann fällt es nämlich runter. Hui! Wäre an sich ganz cool, wenn das funktionieren würde. Aber leider will es das Spiel nicht so. Lizards haben wir eigentlich noch, aber wenn die sich hier gerade so anbieten, sage ich da natürlich nicht nein. Denn besser ein paar mehr im Gepäck als zu wenig. Hallo. Guten Tag. So, jetzt haben wir wieder einen schönen Lizard-Vorrat. Und es ist ein neuer Tag, ein schöner Tag, ein heller Tag. Hinter dem Berg geht die Sonne auf und wir. Sieht so ein bisschen aus wie ein Lockholder, aber es soll wohl der Kaninchenkäfig sein. Genau, den hatte ich ja platziert, damit wir den schön machen können, damit ich den auch nicht vergesse. Deshalb holen wir uns jetzt ein paar Sticks, würde ich behaupten. Zack, zack, zack. Und dann machen wir den mal fertig und testen das mal aus. Würde mich nämlich wahrhaft interessieren, ob die sich dann da irgendwie fortpflanzen oder sowas in der Art. Keine Ahnung, was die dann da treiben, aber wir versuchen es einfach mal. Oder ob die einfach nur dann da drin gesammelt werden und wir einfach ein paar Karnickel für schlechte Zeiten haben. Das werden wir gleich rausfinden. Sticks, 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 Sticks. Ja. Hallo? Hallo? Der obligatorische Hakler zu Beginn. Und wir wollten ja die Axt nehmen. Ich glaube, die hat nicht so eine große Reichweite wie die anderen, aber die ist dafür schneller. Da. So, jetzt sollten wir alle haben. Jetzt haben wir sie endlich alle wieder. Da läuft Roger Rabbit. Den holen wir uns gleich. Aber hier oben haben wir echt viele Tiere, ne? Also die. So, das ist jetzt ganz schön und jetzt brauchen wir nur noch einen Rabbit. Komm schon, wir kriegen dich. Und da haben wir ihn. Den kleinen Pelzsack. Sieht irgendwie aus wie so ein. Wie ein Stein. Sieht aus wie ein Stein in Hasenform. So, nu. C. Oh. So, und jetzt warte mal. C. Okay, die sitzen da einfach nur drinne. Gucken sich an. Und tun nichts. Okay, passen auch nur zwei rein? Nee, doch nicht. Hä, kommt da immer wieder einer raus, wenn ich da einen reinsetze? Ich glaube, da kann man die einfach nur horten und sammeln da drinne. Da höre ich jemanden brüllen.
Weiß aber doch da oben. Jo, was machen wir denn jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ob wir hier ein Lager bauen, aber dann müssen wir wieder so weit laufen. Aber wäre an sich ganz nett, dann müssten wir hier... Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen. Können die hier hochlaufen? Mit Sicherheit, ne? Dann müssten wir ab hier vielleicht so eine Mauer bauen. Mauer, 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 Mauer. Brauchen wir Basic Wall oder... Ja, ich glaube Basic Wall wird es erstmal tun. Vielleicht hier so ein bisschen... Jetzt müssen wir dann nur gucken, dass wir... Ja, genau, dass wir dieses eben vermeiden. Denn sonst haben wir die... Wall to Heaven. Aber irgendwie... Irgendwie will er das nicht. Warum willst du das nicht? Warum? Ich glaube, ich muss die erst fertig bauen. Ist doch ficky fucky. Echt. Ficky fucky hier. Nee, bauen wir uns da einfach ein kleines Lager. Schön baumfrei. Schön viele Viecher. Schön in der Nähe vom eingeborenen Lager. Was will man denn noch mehr? Vielleicht noch ein Baumhaus. Aber. Ja, ja, ja. Er fällt in eine schöne Richtung oder auch nicht. Pling. Gut, dann bauen wir das Ding einfach fertig, die Mauer. Dann müssten wir ja normalerweise. Ach, müsste es normalerweise regnen. Nee, müsste es ja eigentlich. Jo, Mollys bauen wir nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr ein. Ich habe keine Lust, mich da ständig selber abzufackeln. So, leider nur 4. Da geht da oben schon wieder einer. Ja. Der uns aber nicht sieht. Du siehst uns nicht. Du siehst uns einfach nicht. Ist hier noch ein Log irgendwo? Nein, natürlich nicht. Dann nehmen wir eben den. Zack, zack, zack. Huch. Komm schon. Falle er um. Beuge er sich seinem Schicksal. Okay, die patrouillieren da unten, glaube ich, irgendwie lang, ne? Kann das sein? Na toll. Aber die sehen uns wirklich irgendwie nicht. Vielleicht haben wir dann hier wirklich mal eine... etwas ruhigere Position gefunden. Ruhigerere. Ich glaub's zwar erst, wenn ich es gesehen habe, aber... So, dann machen wir das nämlich hier so. Und dann das nächste... Nee, nicht so. Ach, jetzt muss ich die immer alle erst fertig bauen. Bis wir hier auf einer geraden Fläche sind, dass ich da... ...dass ich da richtig anbauen kann. Hui! In 10 Tagen kommt übrigens der neue Patch. Und wenn dann wieder unser Speicherstand weg ist, dann weiß ich auch nicht. Dann weine ich traurig... ...in meiner... türenlosen Hütte hier, die dann nicht mehr da ist, aber was soll's. Irgendwo werde ich schon einen Platz zum Weinen finden.
mit dem Kopf hier über dem Feuer hängt, wahrscheinlich. So, nehmen wir mal einen hiervon und können wir den jetzt hier direkt drauf... Habe ich jetzt mich gerade angefackelt? Ja, jetzt habe ich mich gerade angefackelt. Toll. So, jetzt muss ich das wieder freilassen und dann kann ich den hier nehmen und dann den hier. Ich ärgere mich schon gar nicht mehr darüber, wenn ich mich selber abfackel oder so. Das bringt ja nichts. Nur müssen wir jetzt dieses wieder tun. Manu. Ist schon nicht ganz einfach hier manchmal. Man hat es nicht leicht. So, wirst du mal bald fertig hier? Wir haben Hunger. Aber wir können es nicht essen. Jetzt. So, dann halten wir gleich wieder nach Lizards Ausschau. Natürlich, was sonst? Freizeitbeschäftigung. Das muss immer sein. Denn wenn kein Eingeborener kommt, dann sorge ich eben selbst dafür, dass die Rüstung nicht allzu lange oben bleibt. Da hinten guckt einer. Das Ding bringt, glaube ich, nur Sticks. Und nur Sticks, die bringen uns nix. Deshalb nehmen wir diesen. Diesen hölzernen Riesen hier. Und da ist ein Lizard, der uns schelmisch anguckt. Ja, nein, unter. Ja, und der fällt natürlich. Oh, da, ich glaub's auch nicht. Super. Echt super. Da pfeift einer aus dem Loch. Irgendwo. Gut, machen wir fertig. So, dann jetzt. Diese müsste ja dann eigentlich gerade sein, ne? Kann man das so nehmen? Ich glaube, das kann man so nehmen. Da hopst auch wieder einer rum im Berg. Nur blöd, dass ich die jetzt echt nicht irgendwie... Es funktioniert nicht mehr, ne? Oh, hallo? Seid ihr doof? Also es funktioniert irgendwie nicht mehr, dass man die jetzt hier so... schön dran setzen kann. Geht nicht. Man muss es jetzt erst fertig bauen. Das ist irgendwie blöd. Das ist ziemlich blöd, aber wenn es das Spiel so von uns verlangt, soll es das bekommen. Bauen wir eben erst das fertig. Mir auch egal. Sind die blöd? Ich glaube, die sind alle ein bisschen blöd hier. Die haben nichts zu tun. Keine Hobbys, außer da unten beim Baum rumzustehen. Und uns hier zu belästigen. Habt ihr euch vermehrt? Nein. Die haben doch keine Hobbys. Jetzt gehen sie weg. Gott sei Dank. Dann können wir in Ruhe weiter Holz holen. Hui. Und wir lassen keinen Baumstamm übrig. Wir nehmen alle mit. Zack, zack. Ist natürlich jetzt blöd, dass wir echt so weit latschen müssen dann. Oh, da hinten sind schon wieder welche, ey. Was ist denn hier los? 5 Leute, ey, das ist doch nicht wahr. Dass die hier jetzt mit so riesen Patrouillen durcheiern. Hallo? Das kann doch echt nicht wahr sein. Einen machen wir noch und dann... Da, jetzt stehen sie da oben rum.
Eins, zwei, drei und nur drei. Trotzdem gemein. Aber das Witzige ist, bis jetzt ignorieren sie uns ja irgendwie. Warum auch immer. Wir werden gekonnt ignoriert. Wer weiß, mit was die gnädigen Herren hier beschäftigt sind. Aber anscheinend nicht mit uns. Holt schon wieder einer, hinten fällt ein Lock runter. Bleibst du hier? Wir kriegen dich. Jetzt dachte ich schon gerade, sie stehen vor unserer Nase. Ich hab schon Hallos, ey. So, dit fertig und dann ditte. Und den nehmen wir mit. Ich frage mich, ob man die noch stapeln kann, ob das Sinn macht. 1, 2, 3, 4, 5, auch schon wieder 5. Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Ich finde, im nächsten Patch sollten sie die eingeborenen Rate noch auf 10 erhöhen, dass sie hier mit 10 Leuten Patrouille laufen. Damit das Ganze nicht mehr so einfach ist. Wäre weitaus realistischer. Vielleicht sollten sie auch noch ein bisschen mehr aushalten und die Äxte könnten sie auch noch langsamer machen. Ja, und ansonsten die Molotow-Cocktails, die sollten auch so bleiben, dass man sich immer selber anzündet. Das macht das Ganze auch noch ein bisschen schwieriger. Das soll wahrscheinlich darstellen, wenn ihm so ein Molotow-Cocktail aus der Hand rutscht. Vor Panik oder so. Extrem realistisch. So. Dann dies. Oh, wird wieder ein bisschen mickerig, aber hier könnten wir jetzt mal eine Tür reinbauen, glaube ich, so um den Dreh, ja. Ja, echt blöd, ne? Man kann das jetzt nicht, echt nicht drehen. Es ploppt da gleich wieder dran. Ach, jetzt will ich eigentlich da runterbauen, deshalb müssen wir das jetzt schon wieder fertig bauen. Das ist echt, echt kacke. Haben wir hier irgendwo noch? Wow, einen. Echt nur noch einer? Ja, Schnauze. Zu euch komme ich noch. Na gut, dann machen wir halt da unten weiter. Müssen wir halt den Berg da runter eiern. Weil ich gehe davon aus, dass die jetzt alle da runterkullern. Bei unserem Glück. Na komm. Stell dich nicht so an. Und dann haben wir da oben einen wunderbaren Berg, Außenposten, Vorposten, Beobachtungsdingens, Hütte, was auch immer. Gut, er kullert nicht runter. Doch, sie kullern natürlich runter. Denn die Bäume haben hier auch ein Eigenleben. Wie schon mal erwähnt. Zumindest die Baumstämme haben hier ein extremes Eigenleben. Finde ich auch sehr realistisch, dass die sofort, ohne zu zögern, hier ständig wegrollen. Auch wenn sie gerade irgendwo liegen, rollen sie auch weg. Oh, obwohl, doch, sie bewegen sich trotzdem. Natürlich. Die haben Eigenbewegung. Gut, da unten ist noch ein ganzer Haufen. Ein ganzer Haufen von drei. Da hinten ist noch einer. Holen wir erstmal den. Oh, zwei noch, wie sind die denn da hinten hingekommen, bitteschön? Kann das einer mal erklären? Nö, ne? Hallo? So. Wall Nummer Uno auch wieder fertig. Dann die Tür und dann kippen wir uns mal eine Cola rein. Ich glaube, das machen wir jetzt.
Oh, Cola, ja. Lecker Schmecker. So. Das und da. Jawohl, eigentlich ist es ja egal. Eigentlich ist es ja egal. Wir müssen eh nochmal darunter dann. Lalalalala. Und da hinten war, glaube ich, auch dieser Teich mit den Fischen, die man nicht erwischen konnte. Was ist denn heute los, ey? Nur am Reimen hier. Da hinten sieht so ein bisschen aus wie ein Strichmännchen. Wo war denn hier bitte jetzt ein Baum? Stamm. Über den wir gestolpert sind. Ach. Ach was. Finde ich nicht nett. Nur hier muss doch irgendwo noch ein Bäumchen sein, da hinten bei denen, ne? Hier hatte ich doch noch welche blinken sehen. Ja, ich frage mich, wie kommen die da hin? Wie? Hier sind überall Bäume, die sie eigentlich abhalten sollten, da hinzukullern. Aber das interessiert die einen feuchten Dreck. Die rollen dahin, wo sie hinrollen wollen. Au, au, geil, es ist ja unglaublich. Das Ding hat eine Tür mittlerweile. Ich bin ja schwer begeistert. Schwer begeistert. Und die bleibt sogar in den Angeln. Das ist ja noch besser. So, dann machen wir hier jetzt so eine kleine Krümmung. Ich guck mal gerade. Ja, das ist perfekt. Machen wir hier wieder zwei. Und es wird finster. Finster wird's. Können wir hier... Ah, oh, jetzt habe ich mich gerade echt ernsthaft erschrocken. Können wir hier hoch? Ja, können wir. Wir müssen nur beim Runtergehen aufpassen. Und hier gibt's Fisch. Fisch. Ein leuchtendes Geisterwesen. Nö, hier gibt's keinen Fisch. Was ist denn das? Ein Glühwürmchen soll das wahrscheinlich sein. Und schupp, da ist es weg. Und schwupp, wir sehen nichts. So, Licht an. Hallo? Nächste Idee wäre vielleicht, mal für etwas Licht zu sorgen. So, wollen wir einen leuchtenden Stein machen? Ich versuche mal gerade, ob das funktioniert. Ein Stick noch, verdammt. Ein Stick noch, dann haben wir einen Leuchtstein. Ich hole mal da unten gerade ein. Nicht stürzen. Stick, stick, stick. Hallo? Natürlich, natürlich, natürlich. Man findet hier ums Verrecken keinen Stick, sondern immer nur Eingeborene. Ich suche doch nur einen blöden Stick. Hier oben war noch welche, das kann es doch wohl nicht sein. Zehntausende von Lizards, aber kein Stick. Hallo? Da haben wir unseren Stick. 1, 2, 4 nur. Oh, 4, es geht ja noch. Und hier haben wir 1, 2, 5, 6, ganz viele. Ist natürlich auch ganz klar. Genauso klar ist es wahrscheinlich, dass die jetzt gleich hier den Berg hochgetangelt kommen. Und jetzt, warte mal. Cool, haben wir unseren Leuchtstein.
Tag. Das ist doch nicht wahr, du blöder Arschsack. Kommt da an und guckt uns mitten ins Gesicht und haut uns dann eine. Er sah so freundlich aus. Ja, kannst mich doch von ihr eh nicht treffen, du Arsch. Das Pling-Plong-Pling ist immer noch drin, nur die Musik ist jetzt, die ist irgendwie übertönt. Ach, was würde ich jetzt für eine Flare-Gun geben, du? Ich sag dir. Was würde ich jetzt für eine Flare-Gun geben? Ja, ja, ist klar. Mhm. Noch mehr? Hm? Hier vielleicht auch nochmal 10. 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keine Ahnung, ich höre schon auf zu zählen. 3, 4, 5, 6. Das ist total. Total gut, das schaffen wir auf jeden Fall. Also, wenn wir da kämpfen würden, schaffen wir das. Bin ich fest von überzeugt. Aber wir machen es ganz einfach. Ich versuche jetzt einfach mal zu pennen. Bitte seid weg. Das hat es wirklich gebracht. Wir sind echt weg. Das ist ja lustig. Nee, sind sie natürlich nicht. Wir müssen hier schleunigst unsere Behausung. Behausung fertig bekommen. Ach, die prügeln sich da unten nur. Was ich schade finde, ist, dass von diesen anderen Eingeborenen irgendwie nicht so viele existieren, ne? Die haben irgendwie wenig Chancen, dagegen die zu bestehen. Es ist natürlich nicht nur einer, es sind drei. Mhm. Natürlich. Natürlich. Das ist doch jetzt alles hier wohl ein schlechter Scherz, ey. Geht weg! Ich will hier in Ruhe pennen. Ja, natürlich! Natürlich, 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 natürlich. Doch, ja, klar. Diesmal sind sechs, also das hatten wir ja auch noch nicht. Ich glaube, wir... weiß ich nicht, wir gehen uns aufhängen oder so. Da hinten sind auch noch welche irgendwo im Wald gewesen gerade. Das ist alles hier höchst realistisch. Wir haben hier eine ganze Division von Eingeborenen hinter uns. Da leuchtet es auch irgendwo, da ist da auch jemand im Wasser oder so. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sind doch Eingeborene im Wasser, oder? Eindeutig. Ja. Ja, natürlich. Alter, guck mal da hinten, was da rumsteht, ey. So unglaublich. Ist wohl echt ein Witz. Kriegt uns hier eh nicht. Und hieß es nicht auch mal, dass die Eingeborenen nicht mehr im Wasser laufen können oder sowas? Hieß es, glaube ich, auch mal.
Jetzt hampeln die da oben. Mit Fernglas wäre cool. Jetzt hampeln die da echt alle rum und warten. Ja, natürlich. Gut, wir schlafen heute im Wasser, habe ich beschlossen. Das ist so unglaublich. Mal im Ernst, da hat man doch keine Chance mehr ohne irgendwelche Flärgern oder sowas. Wie soll man denn das schaffen bei diesen... Ihr kriegt uns hier eh nicht. Ich weiß, ihr könnt im Wasser laufen, aber das interessiert mich nicht. Eigentlich sollten die wirklich nicht mehr im Wasser laufen können. Ich verstehe das nicht. 6 sind da drüben. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Natürlich, das schaffen wir. Da oben hampelt auch nochmal ein ganzer Batzen ab, bestimmt. Sieht man ihn, glaube ich, oben stehen. Der guckt hier zu. Wie wir hier von... Hunderttausende von Eingeborenen verfolgt werden. Ich kann schon gar nicht mehr zählen, ey. Natürlich. Okay, ich glaube, da war die Idee, da oben zu campen, doch noch besser als hier zu campen. Ist ja unglaublich. Jetzt wäre es echt geil, wenn wenn diese anderen Eingeborenen auftauchen würden. Ja, ja, mit der Schnauze da unten. Oder ihr. Wenn die auftauchen würden und hier eine riesige Massenschlägerei anfangen würde. Aber ich glaube, wir ziehen uns jetzt wieder hoch in unsere Hütte, zurück. Denn irgendwie glaube ich, hier unten kommen wir nicht weit. Solange die aber jetzt da auf der anderen Seite sind, ist das ganz gut. Dann können wir versuchen zu flüchten. Natürlich, hier oben steht auch nochmal ein ganzer Haufen. Natürlich, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Es ist einer, es ist einer. Hallo. Schaffen wir es, einen zu töten? Boah, unglaublich, wir haben es geschafft. Wir haben einen getötet von 20. Da oben stehen die nächsten. Hunger haben wir auch, natürlich. Das ist doch nicht wahr, ey. Ein Witz. So, wir essen jetzt noch was. Aber schnell bitte. Komm schon. Und dann müssen wir echt zusehen, dass wir diese Mauer hier fertig kriegen. Die ist unser Lebensgarant. Und da wird's Tag. Bitte, 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 bitte verpisst euch. Bitte, 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 bitte. Bitte verpisst euch, ihr Eingeborenen. Aber ich habe das Gefühl, es sind schon weniger geworden. Wir riskieren es jetzt einfach mal, gehen mal hier runter. Und fällen mal so ein paar Bäume. Und tun mal so, als ob nichts gewesen wäre. Aber echt unglaublich, ey. So viele habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Wie wir da eben hatten. Und wie cool wäre das, wenn da echt die anderen Eingeborenen noch kommen würden und da mit denen kämpfen würden oder so? Da schreit doch schon wieder einer. Ich krieg hier noch einen Föhn. Natürlich, und die fliegen wieder 10.000 Kilometer weit weg. Hallo? Ich kann schon keine Bäume mehr fällen vor Freude.
Ach Mann, ey, das ist doch wohl echt ein Witz. Die stehen da natürlich auch immer noch rum. Ist natürlich auch ganz klar. Hallo? Und so schnell wie sie gekommen sind, sind sie auch wieder verschwunden oder sind oben bei uns? I don't know, wir gehen einfach mal runter. Aus hier, trickst du! So, weiter geht's hier. Wir lassen uns nicht beirren. Wir fällen hier unsere Bäumchen in aller Ruhe und sollen sie kommen. Wir können uns eh nicht wehren. Außer, gut, wir hätten vielleicht das mit der Fackel nochmal ausprobieren können. Die hätte uns wahrscheinlich in dem Fall einiges mehr gebracht als die Axt. Denn wenn man die anzündet, das ist schon ganz gut. So, dort, und dann nehmen wir hier den. Keiner in Sicht. Bin begeistert, aber da oben pennen die wahrscheinlich immer noch rum. Natürlich. Natürlich. Wo sollten sie auch anders hingegangen sein? Die suchen ja unsere Nähe förmlich. Und da hat uns auch schon wieder irgendwo einer. Ja, natürlich, 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 natürlich. Selbstverständlich. Kommen sie rein, können sie rausgucken, interessiert mich nicht. Ich will hier nur meine Hütte bauen. Und das nach Möglichkeit ohne euch. Eingeborene. Aber ich glaube fast, die können hier unten auch hochlaufen. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich will es auch jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja, und dann haben wir ein kleines Problemchen. Denn da müssen wir hier hinten auch noch irgendwie zubauen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier zubauen, ohne dass die uns vernichten. Aber ignorieren klappt eigentlich ganz gut. Wir bauen einfach weiter, ohne dass wir sie großartig beachten. Das geht wunderbar. Ich meine, sie gucken ein bisschen blöd oder stehen hier so ein bisschen doof rum. Aber sie tun uns ja irgendwie nichts. Die nächsten. Die Musik nervt wieder ein bisschen, aber das lässt sich ja auch noch verschmerzen. Hauptsache, wir können da ein bisschen weiterbauen. Irgendwie. Ja, jetzt müssen wir natürlich gucken, jetzt muss ich aufpassen. Nicht, dass die Herren hier auf dumme Gedanken kommen und mich jetzt anfallen. Warte mal, wie bauen wir das denn jetzt? Bauen wir da? Komm, wir bauen es geradeaus, egal. Gehe ich mal hier rum. Jetzt stehen die da echt rum und gucken, was wir hier tun. Und wollen uns ans Leder. Aber
aber das ist mir egal. Denn ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Da packt mich die Arbeitswut. Jo, dann bauen wir das noch fertig jetzt hier und dann schickt's auch langsam wieder. Ich glaube, wir haben schon wieder 30 Minuten, haben wir bestimmt. Plong! Aber der einzige Vorteil ist hier echt, dass wir die Lizards auf unserer Seite haben. Da haben wir echt haufenweise von. Das ist echt gut. Denn ohne die sind wir aufgeschmissen. Ohne Lizard geht hier nix. Zack, zack, zack. Ach, müssen wir gleich wieder fällen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie haben dieses, diese Matschepampe rausgemacht, ne? Hä? Hey? Oh Gott, das sah gerade so aus. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Oh, ist das eklig. Es sieht so aus, als würden wir die Mauer wegschieben hier. Warte. Oh, ekelhaft. Ekelhaftes Gefühl. Zack, zack. Da den nochmal rinnen. Aber wir können, glaube ich, gar nicht mehr Lizard Skin aufnehmen. Deshalb müssen wir... So. Da hätten wir noch drei. Dann machen wir hier unten nochmal... Machen wir hier nochmal zwei weg einfach. Eieieiei. Was für eine Folge, ey. Ach, keine Ausdauer. Und da hört der Regenbruch auch schon wieder auf. Nummer 1. Ah, was würde ich dafür geben, wenn die zweite Axt sichtbar wäre, die Modern Axe. Aber die ist, glaube ich, auch so... Huch. Mal wieder gegen das Mikrofon gestoßen. Hoffentlich geht die Tonaufnahme wieder kaputt. Nee, was ich sagen wollte, die Modern Axe ist, glaube ich, auch so langsam wie die andere Axt. Weil das ist echt doof, wenn man dann da steht und der Baum fällt in diese Richtung. Das ist noch döver. Pling. Haben wir da unten ein schönes Holzlager, das ist gut. Das macht mir Mut. Und macht mich... Oh, das bringt mir Wut, da hinten. Hat das Wasser jetzt aufgehört, hier zu fließen? Ja. Pling, pling, vier Stück noch und dann noch eins vielleicht. Und dann haben wir's. Dann sind wir geschützt für die nächste Nacht. Es sei denn, die Herren kommen auf die Idee, vom Hügel aus hochzugehen. Was sie bestimmt auch können. Wenn ich das kann, können die das nämlich auch, denke ich. So, zwei noch. Dann machen wir ein bisschen Steinfußball hier. Autsch, au, au, au. Zack. Zick. Und dann haben wir es auch endlich wieder mal auf die Reihe gekriegt, so eine kleine Behausung zu bauen. Schade auch, dass man die Häuschen nicht wieder abreißen kann. Hätten wir uns hier eine große hingebaut. Aber die kleine tut es ja für den Anfang auch erstmal. Hallo? Warum kann ich das nicht mehr drehen? Das ist jetzt kaputt. Das kann ich noch drehen. Das hier nicht mehr. Ja. Okay, ich kann die Mauer nicht mehr drehen. Und sie dreht sich auch nicht mehr mit. Hm. Blöd.
die einfach. Bauen die einfach so dahin. Ach, von da hinten wird schon keiner kommen. Glaube ich nicht. Das trauen sie sich nicht bei unserer Bewaffnung hier und Ausrüstung. Und unseren ausgeklügelten Kampfskills, die wir besitzen. Da kann uns hier gar nichts passieren. Weißt du was, euch lache ich ins Gesicht, die ihr da rumpennt, ihr Säcke. Vor meiner Hütte hier wird nicht gepennt. Ah, ich konnte gerade echt die Mauer auch echt nicht mehr drehen. Jetzt geht's wieder. Ich verstehe das nicht. Alles Features, das gehört alles dazu. Das erhöht den Spielspaß enorm. Die pennen da echt, ne? Ja. Weißt du was? Dann bauen wir vielleicht doch noch, bauen wir hier nochmal so eine runter. Ich glaube, wir bauen einfach hier nochmal so einen hin. Das sieht zwar jetzt ein bisschen doof aus, aber... Aber dann haben wir es wirklich, wirklich sicher. Schickt uns das? Schickt uns nicht, ne? Ne, das schickt nicht. Weißt du was, nehmen wir den mit. Und dann legen wir den hier oben hin. Und dann fällen wir einfach hier oben nochmal. Zwei sollten reichen. Na komm. Hallo. Hunger haben wir auch schon wieder. Oh, verfressener Sack hier, ey. Gut, und dann den noch. Keine Ahnung, wo der Baum jetzt wieder hingefallen ist. Aber wir werden es schon finden. Na komm. Fall um. Fall er um. Ja, er fällt um. Ach nein. Nein, nein, nein. Bleib hier. Bleib doch hier. Ach. Oh, ich hasse euch, Lox. Ich hasse euch so sehr, weil ihr... Weil ihr mich um... Weil ihr mich umhaut. Jetzt läuft's wieder hier runter. Es ist irgendwie komisch. Obwohl es nicht regnet. Ja, na klar. Natürlich. Natürlich. Auf einen Schlag stehen sie plötzlich alle auf, wachen aus ihrem Dornröschenschlaf und greifen uns an. Das... Weiß ich nicht. Muss wieder einer irgendwo einen Startschuss gegeben haben hier. Von wegen steht auf, tötet ihn. Er wartet nur auf euch. Aber jetzt können sie uns erstmal nichts mehr hier. Außer von dieser Seite, aber da kommen sie nicht rein. Ich bin da frohen Mutes, die kommen da wirklich nicht rein. Ich gebe nicht auf und ich glaube daran. Deshalb lassen wir das erstmal so. Ach was. Ach Mann. Ja. Natürlich. Natürlich. Yippie! Yippie! Wir haben es geschafft. Daraufhin fängt es natürlich an zu schütten, weil wir wollen ja grillen. Daraufhin gönnen wir uns erstmal einen Lizard. Hm.
Nicht abfackeln. Hm, irgendwie sieht das cool aus, aber ist auch so ein bisschen nervig, finde ich, mit dem Wasser. Was hier so runterschüttet. Irgendwie übertrieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, jetzt geht's wieder los hier. Jetzt sind sie alle aufgewacht, jetzt haben sie Hunger, wollen uns ärgern. Aber wir haben hier unseren leuchtenden Stein, auf den wir sogar drauf können. Auf den wir dann natürlich nach Möglichkeit auch noch runterstürzen. Ach Mann, erzähl mir doch nichts. Das ist doch hier echt. Weißt du, ich speichere jetzt und wir machen in der nächsten Folge weiter. Mir schickt's. Mir schickt's für heute, ey. Z. Schlafen und zeichern. Und da geht die Sonne auf. Ah, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.